Ralf schreibt, ganz kurz und prägnant, das Auge ist eine Kugel, daher die Verzerrung. Mit der gekrümmten Bildebene passt du dich dem Auge an. Das schreibt er so. Und Punkt. Keine Erklärung, einfach ist eine Kugel, deswegen die Verzerrung. André schreibt, der Maler Holbein, der Jüngere, hat sich wohl dieses Phänomen zunutze gemacht, als er auf ein Gemälde die Gesandten am unteren Bildrand einen verzerrten Schädel einbrachte, der als solcher aber nur zu erkennen ist, wenn man ihn aus ganz flachem Winkel von links unten nach rechts oben betrachtet. Das funktioniert übrigens auch am Bildschirm oder am Smartphone, wenn man eben jenen Ausschnitt vergrößert. Das war zu der Episode Bildebene Verzerrung. Und da steht es ja schon drin, Bildebene Verzerrung. Unser lieber Ralf sagt, es liegt an der Kugel, die bei uns das Auge ist. Ich kann es nochmal wiederholen, gerade die Kugel hat eben keine Verzerrung. Also wenn wir um uns eine Kugel bauen würden, wenn wir so normal gucken, gibt es keine Verzerrung. Das einzige Problem, was wir haben, ist die Bildebene. Die Bildebene schafft die Verzerrung, weil wir auf der Bildebene unnatürlich die Welt auftragen. Und wir haben gesagt, wenn wir ganz große Winkel annehmen, dann wird die Bildebene eben wirklich kompliziert. Ja, weil dann in den Seitenbereichen wir Verzerrungen haben. Das ist das Problem. Wenn wir eine Kugel als Bildebene hätten, dann hätten wir keine Verzerrung. Wir könnten die Welt abbilden, überall. Wenn wir den Punkt verlassen, wäre alles gekrümmt, aber wenn wir genau in der Mitte dieser Kugel stehen, ist die Welt unverzerrt. Eine Bildebene, also eine Ebene, hat unterschiedliche Schnitte unserer Sehstrahlen. Also könnt ihr euch erinnern, ich habe das Salamischnitt genannt. Also wenn unser Sehstrahl eine Salami ist, wenn ich so senkrecht schneide, wenn ich dorthin gucke, schneidet die Bildebene die Salami senkrecht und wir haben einen Kreis. Wenn ich aber dorthin gucke, dann wird die Salami schräg geschnitten und ich habe eine Ellipse. Das ist der Punkt. Also die Verzerrung kommt nicht durchs Auge. Die Verzerrung kommt durch die Bildebene. Das ist ganz wichtig, weil wir dann damit spielen können. Ich habe mir mal hier ein kleines Blatt für euch aufgezeichnet. Ich habe mir mal ein Raster aufgezeichnet. Ihr seht, das ist 4x4, also ein Quadrat. Habe hier einen in die Quadrate, die entstehen, habe ich einen Kreis gezeichnet und in dieses Kreis wieder ein Quadrat. So, also das ist das Grundelement, habe ich hier aufgezeichnet. Dann bin ich ich stehe hier genau gegenüber. So, und jetzt habe ich aber dieses Raster nach rechts und links in meiner Perspektive verlängert. Wenn ich jetzt hier gucke, ich stehe hier genau gegenüber. Ihr seht, dass dieses Rechteck wirklich aussieht wie eben, hat was mit diesem Grundriss zu tun. Also das Quadrat sieht aus wie ein verkürztes Quadrat. Die Ellipse des Kreises sieht eben so aus, als wäre es ein Kreis. Je weiter ich jetzt nach rechts gehe, schaut, was passiert. Die Ellipsen werden immer komischer, immer verzerrter. Der Mensch, der ja eigentlich, wenn ich hier gegenüberstehe, dann müsste dieser Mensch viel, viel weiter entfernt sein als dieser. Ist ja klar. Also wenn ich jetzt hier im Grundriss stehe und hier gegenüberstehe, ich zeichne das mal hier ein, ich stehe also hier gegenüber, das ist der Mensch und jetzt habe ich ja von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abteilungen. Also wenn ich hier hier stehe ich gegenüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich würde dieses letzte Quadrat würde ich im Verhältnis zu dem sehr weit weg haben. Und wenn ich hier stehe, versteht ihr, dass dieser Mensch, der jetzt hier im Quadrat steht, also wenn ich den hier einzeichnen würde und der hier steht, ihr seht, dass dieser Abstand zu diesem Quadrat und zu diesem Quadrat, also hier nah und hier sehr weit entfernt. Aber wenn ich das Bild mir angucke, ist der auf einmal genauso groß wie hier, weil die Perspektivlehre sagt ja uns, wir müssen das parallel lassen. Aber eigentlich muss man das Bild ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, man müsste es eigentlich so angucken. Und wenn ich so angucke, merke ich auf einmal, dass diese Kreise auf einmal viel, viel angenehmer und wirklich viel mehr wie ein Kreis aussehen. Dass die Quadrate, die, wenn ich so drauf gucke, ungefähr verzerrt aussehen, jetzt durch die natürliche Entzerrung
also auch wieder zu Kreisen werden. Und dass der jetzt in seiner Auswirkung, also dass der hier viel, viel kleiner ist, weil er weiter entfernt ist, als der, der zu meinem Auge näher dran ist. Wir haben in der Bildebene, die Verzerrung wird immer größer, je größer der Bildausschnitt ist, weil zur Seite immer größere Verzerrungen sind. Wenn wir uns aber genau an den Punkt stellen, wo wir konstruiert haben, dann kommt die Entzerrung. Ich habe darüber schon öfters geredet. Ich musste nur dieses nochmal machen, weil, lieber Ralf, ich habe da eine andere Meinung. Das Auge ist eine Kugel, daher die Verzerrung. Die Verzerrung kommt wegen der geraden Bildebene. Das muss ich hier wirklich sagen, weil wenn man sowas stehen lassen würde, ich hoffe, überprüf es nochmal und wenn du überzeugt bist, dass deins richtig ist, dann erklär es mir nochmal genauer, dass ich es dann auch verstehe. Mit der gekrümmten Bildebene passt du dich dem Auge an. So, die gekrümmte Bildebene ist eben näher an meiner Kugel dran als die gerade. Deswegen ist auf einer gekrümmten Bildebene entsteht eben keine Verzerrung, weil eben das Auge keine Verzerrung hat. Deswegen muss man es umgekehrt sagen, dann würde ich es verstehen. Aber gut, das war auf alle Fälle interessant. Ich finde solche Einwürfe immer klasse, weil da man sich auch trefflich streiten kann. Und ich habe nicht immer recht, aber in diesem Fall bin ich mir ziemlich sicher. In diesem Sinne.